Der Eiffelturm in Paris. Wer ist schneller da? Flugzeug oder Auto? Fliegen ist nicht schneller. Beide starten in Frankfurt. Das ist mal ein schönes Gefühl. Wir fliegen jetzt mit 900 hier direkt nach Paris. Der McLaren schafft über 300 km/h. Was willst du denn auf meiner Spur, Mädchen? Wo ist der Eiffelturm? Er muss irgendwo an der Seine sein. Aber habt ihr sie doch alle? Die Challenge startet in Frankfurt am Main. Treffpunkt ist das Fußballstadion. Im Duell Martin Gerstenberg und Matthias Malmedy, der natürlich mit einer flachen Flunder antritt. Der junge Herr, guck mal. Moin, moin. Guten Tag, moin, moin. Schönes Gefährt hast du. Ja. Ist das blau oder? Curaçao-blau. Curaçao-blau, da kriege ich gleich Appetit auf so einen kleinen Drink. Schön, ne? Wo geht's hin? Mir wurde gesagt, ich soll einen Koffer mitbringen. Da steht drauf, wo wir hin müssen. Lieber Martin, lieber Matthias, wer ist als Erster in Paris? Schaffst du, Matthias, geil, 570 Kilometer schneller mit dem Auto? Oder bist du, Martin, schneller mit dem Flugzeug? Ja, Flugzeug, ganz klar. Never. Treffpunkt ist der Eiffelturm mitten in der Stadt. Ich werde dich dermaßen in den Grund und Boden fahren, weil... Aber wie schnell fährst du? Ich fahre 328 Stundenkilometer Spitze. Was, fliegt so eine Boeing 900? Bestimmt. Weiß ich nicht, aber du musst da ja erstmal hinkommen, ne? Wie schnell kannst du denn eigentlich laufen? Ziemlich schnell. Matthias' Taktik ist immer die gleiche. Bleifuß, ne? Er drückt einfach rauf. Ich meine, mit dieser Bude, ne? Da wirst du gesehen und jeder macht dir sofort Platz. Ohne Quatsch, dieses Auto hat ein Überholprestige, dass alles zu spät ist. Aber er kann nur Gummi geben bis zur französischen Grenze. Denn ab da 130 km/h. Und da hole ich natürlich wieder ordentlich zeitlich auf. Und vielleicht noch so ein kleiner Stau, so kurz vor Paris oder spätestens in Paris. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Das machen wir. Matthias setzt auf den McLaren 570S Spider. Der Hecktriebler beschleunigt in nur 3,2 Sekunden von 0 auf 100 und kostet über 200.000 Euro. Für Vortrieb und bösen Sound sorgt ein V8-Aggregat mit 570 PS. Matthias soll im McLaren 575 Kilometer von Frankfurt nach Paris fahren. Ist er schneller als Martin im Flugzeug? 6.57 Uhr. Die Challenge startet im Morgengrauen. Dein Flieger kommt schon, oder? Kommt schon, moin. Warum ist es nur so kalt sein, Matthias? Ist doch egal. Oh. Uhrenvergleich, 6.57 Uhr. Bist du bereit? Ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig. Bon voyage. Dir auch. Michi, rein. Komm, Christian. Los, 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 los. Matthias gibt Gummi. Und Martin nimmt die Beine in die Hand. Sein erstes Ziel, die Straßenbahn. Danach soll's per S-Bahn weiter zum Flughafen gehen. Oh, mir geht jetzt schon die Pumpe wieder. Warum bin ich eigentlich immer der Dödel, der rennen muss? Martins Flieger startet in 2 Stunden. Die Fahrt zum Flughafen dauert mindestens 30 Minuten. Eine Stunde vor Abflug muss er einchecken. Das wird eng. Oh Gott. Ey, weißt du, wie an die Pumpe geht? Wenn man morgens um 7 bei gefühlt minus 10 Grad. Oh, das ist, als ob du einen Kühlschrank inhalierst. Alter. Während Martin rennt, läuft's bei Matthias. Vom Stadion zur Autobahn ist es nur ein Katzensprung. Nur der Berufsverkehr nervt. Morgens um 7 in Frankfurt ist natürlich Weltklasse. 570 PS nutzen momentan rein gar nichts. Nach 8 Kilometern Schleichfahrt passiert Matthias den Ort, an dem Martin gerne wäre. Frankfurter Flughafen. Hier muss der Martin hin. Mal gucken, wann er da ist. Boah, guck mal, der Flieger. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, wie nah der ist. Alter. 7.10 Uhr. Martin ist mittlerweile bei der Straßenbahn am Stadion. Einzelfahrt inklusive Flughafen, das ist unsere. 4,90 Euro, na, das passt ja. Mir ist nämlich gerade erst aufgefallen, dass ich hier nur noch einen Fünfer habe. Upsala. Den er nicht annehmen will. Das wäre es jetzt auch geil. Scheitert am 5-Euro-Schein. Ey, bei sowas werde ich wahnsinnig, ne? Wie
Wir nehmen einfach die Bahn. Wenn die jetzt kommt, dann ich scheitere hier nicht am 5-Euro-Schein. Auf keinen Fall. Ja, super. Dann zahle ich halt mit Karte. Zack. Karte falsch eingelegt und ich lesbar. Ich raste aus, echt. Im 5. Anlauf klappt's doch noch. Martin ist knapp dran und darf seinen Flug nicht verpassen. Mit der Straßenbahn geht's zum Hauptbahnhof und dort in die S-Bahn. Wer ist als Erster in Paris unter dem Eiffelturm? Die Autobahn ist jetzt frei und Matthias kann aufs Gas treten. Der McLaren schafft 328 km/h Topspeed. Bam, Martin, wir fahren nicht in Grund und Boden! Matthias will einen satten Vorsprung herausfahren. Nach 40 Kilometern ist er an Mainz vorbei. Das Auto liegt ohne Ende. Es ist wirklich, das Lenkrad fühlt sich perfekt an. Lenkung gibt ordentlich Feedback. Der Untergrund ist wellig. Ihr seht das, am Lenkrad muss ich so ein bisschen halten. Ne? Aber genauso willst du das in einem Supersportwagen haben. Du willst nicht, dass du einfach da festhältst und du merkst nichts. Nee, du willst, dass dir das Auto was erzählt und das macht es. Ah, genial. 7.32 Uhr. Martin ist am Hauptbahnhof und muss schnell in die Flughafen-S-Bahn. Oh Gott, ich hab schon vergessen, was war's? S8 und S9. S8 und S9. Laut Plan ist die S-Bahn in 13 Minuten am Flughafen. Dann wäre Martin gut eine Stunde vor Abflug da. Braucht sie länger, wird's richtig eng. Matthias holt alles aus dem McLaren raus und düst nach knapp einer Stunde und 120 Kilometern an Kaiserslautern vorbei. Über ein Tracking-System kann er ganz genau sehen, wo Martin ist. Der Martin ist noch da, wo wir losgefahren sind. Guck doch mal. Martin ist mitten in Frankfurt. Und Matthias nimmt Kurs auf Frankreich. Nur noch eine halbe Stunde bis zur Grenze. Doch dann meldet sich das Navi. Das gibt es doch nicht. 13 Minuten Verzögerung durch Stau. Ich glaube es nicht. Ja, das ist jetzt der Klassiker, ne? Das Navi sagt, okay, abfahren. Und ich sage, nein. Matthias fährt nicht ab. Die Quittung. Ich glaub's nicht. Was für ein beschissener Anfängerfehler, Matthias. Wieso hörst du nicht auf dein Navi? Ich raste aus. Die LKWs rechts stehen, wir rollen mit 20, 30 Stundenkilometern hier lang. Ein dicker Rückschlag. Bei Martin läuft's besser. Er erreicht den Flughafen ohne Verspätung. Schnell weiter zu Ticketschalter, Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrolle. Noch 20 Minuten bis zum Abflug. Doch Frankfurt hat den viertgrößten Airport Europas. Der ist ja ewig lang. Natürlich, weil das geht. Nicht A1, auch nicht A10, A20, A36. Mit eines der letzten Gates. Das Boarding läuft schon. Noch 10 Minuten bis zum Abflug. Es hört nicht auf. Das ist jetzt schon der nächste Knick hier. Und wir sind noch nicht mal bei 30. 8.40 Uhr. Matthias hat den Stau hinter sich gelassen und erreicht nach einer Stunde und 40 Minuten die französische Grenze. So, der Martin ruft an. Moin, Matthias. Morgen. Du hörst mein Keuchen. Wir haben beinahe den Flug verpasst. Ihr habt den Flug fast verpasst? Nein, wir hätten ihn beinahe verpasst. Aber jetzt sind wir endlich am Gate und müssen jetzt aber auch gleich rein. Frankreich. Wie lange ist es bis Paris noch? 270 dann noch. Ich bin in einer Stunde da. Ich flieg gleich. Ich bin in einer Stunde 10 am Flughafen in Paris. Paris ist Paris. Alles gut, es läuft. Die Autobahn ist komplett frei. Es ist alles entspannt. Sehr gut. Matthias, ich muss jetzt leider abbrechen. So schön ist es für dich zu sprechen, aber ich muss ins Flugzeug. Ja, okay. Gute Reise. Alles klar. Gute Fahrt. Wir sehen uns unten im Eiffelturm. Genau. Auf der französischen Autobahn gilt Tempolimit 130. Außerdem muss man blechen. Insgesamt 30 Euro bis Paris. 100 Mautstationen gibt es im ganzen Land. Für Touristen eine Herausforderung. Jetzt Konzentration, Matthias. Wo stehen die wenigsten Leute?
mit der Karte, oder was? Dann fahren wir halt mit der Karte, ist mir doch egal. Hä? Hä? Hier ist nichts. Ich flipp aus. Zurück. Wir müssen zurückfahren. Da ist nichts. Da ist nichts weiter vorne. Oder doch? Also doch, da vorne, das Rote oder was? Das Gelbe? Oh Gott, bin ich doof, ey. Hä? Haben wir hier PA drin oder was? Alter, ich flipp aus. Hier ist so ein Automat drin. Die Schranke geht automatisch auf. Bam! Hat mir das McLaren da reingebaut oder was ist los? Glück für Matthias. Die Gebühren werden per Chip im Auto über Kreditkarte abgerechnet. 9.36 Uhr. Martins Airbus startet mit Verspätung. Dafür hat sich die voraussichtliche Flugzeit von 1 Stunde und 10 Minuten deutlich verringert. Wir haben so eine Flugzeit von 50 Minuten, also landen wir 10.30 Uhr. Genau. Oh, sehr geil. Martin ist seit 2,5 Stunden unterwegs und kann endlich entspannt reisen. Ein Käffchen hier, einen Snack da und natürlich darf der Tomatensaft nicht fehlen. Jetzt holen wir mit 900 km/h auf. Ist das geil? Das ist mal ein schönes Gefühl. Wir fliegen jetzt mit 900 hier direkt nach Paris. Matthias, unten mit 130 lang tuckelt. Die Karten sind neu gemischt. Martin überholt Matthias und liegt jetzt deutlich in Führung. Der Flieger landet pünktlich in Paris. Das bleibt im McLaren nicht unbemerkt. Alter, das sieht nicht gut aus. Also laut Tracking ist der Martin jetzt irgendwie wieder online, aber wir haben jetzt noch 155 Kilometer. 1,5 Stunden dauert das definitiv. Das wird sauknapp, aber wir haben eine Chance. Und es wird noch enger. Nach 425 Kilometern macht sich die Tankanzeige bemerkbar. Der McLaren schluckt 11 Liter auf 100 Kilometer. Bis Paris reicht der Sprit auf keinen Fall. So, das muss reichen. Wer ist schneller von Frankfurt am Eiffelturm in Paris? Matthias im McLaren 570S Spider? Oder Martin, der auf Flugzeug und öffentliche Verkehrsmittel setzt? Laut Tracking liegt Martin 70 Kilometer vor Matthias. Doch sein Vorsprung schmilzt. 11 Minuten müssen wir warten. Dann hoffe ich, dass mein Koffer als erster kommt. Okay, das wirft uns ein bisschen zurück. 11:02 Uhr. Nach 22 langen Minuten ist endlich das Gepäck da. Geil. Weiter geht's Richtung Innenstadt. Bus, Taxi. Aber ich brauche diesen Regionalexpress. Toiletten. Parking. Martin darf keine Zeit verlieren. Denn diese Challenge ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. RER, da steht's. Geil. Da oben steht's. Der Regionalexpress braucht rund 30 Minuten ins Zentrum. Wo ist Matthias? So, zack, er ist auch online. Na, trackt da jemand den anderen? Das kann doch nicht sein, dass der immer noch nicht weitergefahren ist. Seit einer halben Stunde ist er am Flughafen. Ja gut, er kommt ein bisschen näher. Das ist genau das, was ich meine. Fliegen ist nicht schneller. Und außerdem ist Fahren schöner. Das einzige Hindernis, was jetzt noch sein kann, dass wir den Anschubzug irgendwie nicht bekommen. Aber der fährt alle 5 Minuten. Das sollte locker zu lösen sein. Toll. Noch 30 Kilometer bis zum Eiffelturm. In der Stadt muss Martin in die Metro umsteigen. 11.30 Uhr. Matthias passiert die letzte Mautstation und erreicht den Großraum Paris. Ohne Scheiß, es wird mega eng. Weil er bewegt sich ganz langsam mit seiner komischen Bahn. Und wir tüdeln uns so langsam an den ran. Wir saugen uns so langsam an ihn ran. Matthias fährt mit 110 km/h Richtung Eiffelturm und holt immer weiter auf. Wir sind so nah davor. Ich will gar nicht mehr in diesen Tracker reingucken. Ich will das gar nicht wissen, wo der gerade ist. Das macht mich nur noch nervöser. Matthias undercover. Jetzt weiß Martin nicht mehr, wo der McLaren steckt. Die Sau hat's ausgeschaltet, ne? Die hat das Tracking ausgeschaltet. Geht das? Nicht mehr zu finden.
11.50 Uhr. Martin und Matthias liegen auf gleicher Höhe. Beide trennen nur noch 20 Kilometer vom Eiffelturm. Matthias kommt im McLaren von Osten, Martin aus dem Norden. Das Finale ist extrem knapp. Und Matthias hat ein Problem. Wir sind nach 4 Stunden 50 so langsam in die Nähe von Paris gerollt, ne? Alles war bene, alles war cool. 130. Und dann kommst du wirklich in die Stadtgrenze so ungefähr und dann, bumm, auf einmal alles steht. Alles. Im Navi ist nur noch rot. Da ist nichts mehr orange, da ist nur noch rot. Entscheidet der Pariser Stadtverkehr das Rennen McLaren gegen Flugzeug? Ich sehe überall Stau, ey. Fünfspurig Stau. Nichts geht mehr. 570 PS liegen brach. Hey, Martin sitzt in der Bahn. Er sitzt in der Bahn, er bewegt sich. Und ich dachte einfach nur so, okay, das war's. Keine Chance, keine Chance. Kommt Martin besser voran? Er muss nur noch einmal umsteigen. Wir müssen zur C-Linie. C, da ist es. Martin könnte in 15 Minuten unterm Eiffelturm stehen, wenn da nicht ein kleines Problem wäre. Jetzt ist hier abgesperrt. Ja, komm, dann da hoch. Was steht da? Ja, was steht mit der C-Linie? Kurz gesagt, die C-Linie ist an diesem Bahnhof gesperrt. Die Linie C ist geschlossen? Ey, ich raste, okay. Da muss ich jetzt gucken. Ich kann aber auch gerade nicht klar denken. Scheiße. Okay, wir könnten mit der 4. Wir müssen in die Grüne, das ist auch nicht weit vom Eiffelturm. So, wenn wir jetzt eine Station mit dieser Violetten bis Odeon fahren und dann 1, 2 bis Babylon und dann in die Grüne. Nee, wir müssen in die rein. Wie kommen wir denn da hin? Oh, ich raste aus. Kurz vor dem Ziel wird's für Martin richtig bitter. Und Matthias? Ich flipp aus. Es sind noch 5 Kilometer und er sagt 20 Minuten. Das gibt's doch nicht. Warum denn für 5,9 Kilometer 21 Minuten? Warum? Der Pariser Stadtverkehr ist, gelinde gesagt, die Hölle. Es war unfassbar. Nur stockender Verkehr, nur Fußgänger, Fahrradfahrer, Mopedfahrer, Motorradfahrer, Busse, LKWs. Alles, was du dir auf der Straße vorstellen kannst, war auch auf der Straße. Die Nerven liegen blank. Was willst du denn auf meiner Spur, Mädchen? Wieso fährt der Spanier denn auf zwei Spuren, ey? Aber habt ihr sie doch alle? Mutti, fahr nicht neben mich, fahr hinter mich. Ey, wenn mir einer von diesen Rollerfahrern, ne, meinen schicken Spiegel abfährt, dann raste ich aus. Vasi, Vasi, Vasi! Matthias quält sich durch die Stadt der Liebe. Und Martin sucht nach der Sperrung eine Verbindung zum Eiffelturm. Okay, hier müssen wir hin, ne? Gare d'Austerlitz. Da soll die C-Linie angeblich fahren. Da kommt was. Aber auch diese U-Bahn fährt nicht direkt zum Ziel. Es wirft uns so zurück. Dadurch, dass die komplette C-Linie bei Notre-Dame gesperrt war, müssen wir jetzt erstmal hier runterfahren. Bis zum Gare d'Austerlitz und dann da in die C-Linie und dann wieder zurückfahren bis zum Eiffelturm. Jetzt holt der Matthias auf, ich sag's dir. Martin lernt das U-Bahn-Netz kennen. Er muss wieder Richtung Flughafen fahren und umsteigen. Matthias ist jetzt schon eine Stunde in Paris. Ich habe den Eiffelturm noch nicht mal gesehen. Weißt du, wenn ich ihn wenigstens einmal so vor meinen Augen gehabt hätte, dann wüsste, okay, da ist der. Der ist halt da, der ist hinter den Häusern quasi, der so schräg. Im Schritttempo Richtung Ziel. Wer wird zuerst unter dem Eiffelturm stehen? Da ist der Eiffelturm, da ist er. Martin kann das Wahrzeichen von Paris zwar noch nicht sehen, hat aber seinen letzten Zwischenstopp erreicht. Dieser Zug fährt direkt zum Eiffelturm. So, wir haben jetzt endlich
die Bahn, die wir eigentlich brauchten. Und jetzt fahren wir 1, 2, 3, 4 Stationen. Bei der vierten steigen wir aus. Eigentlich wollten wir jetzt schon längst da sein. Oh Mann. Nur noch wenige Minuten. Auch Matthias ist mit dem McLaren ganz dicht dran. Alter, ist das ein Riesenofen. Jetzt muss ich auf die andere Seite, ne? Meinst du, dass ich da rumkomme? Kann ich da rum? Alter, ist das Ding groß. Aber hier kann ich unmöglich das Auto hinstellen. Vor allem, wenn ich das Auto hinstelle, dann können wir da gar nicht rübergehen. Wer zuerst unter dem Turm steht, hat gewonnen. Matthias muss nur noch parken. Fragt sich nur, wo? Mach dich fertig zum Aussteigen. Ich stelle dahinter den Lieferwagen gleich. Ein Stockwerk tiefer fährt Martins Zug ein. Da ist es. Charme de Mars, Tour Eiffel, wir können raus. So, jetzt schon mal hier gucken, wo der Ausgang. Ausgang Tour Eiffel ist natürlich ganz nach links. Wir müssen ganz nach links rennen. 5,5 Stunden dauerte die Reise. Jetzt trennen Martin und Matthias nur noch wenige Meter vom Eiffelturm. Matthias kommt von Süden und Martin von Norden. Beide wissen nicht, wie knapp es ist. Wo ist der Eiffelturm? Er muss irgendwo an der Seine sein. Ich sehe, da oben ist er, die Spitze. 12.36 Uhr. Auf die Minute genau erreichen beide gleichzeitig den Eiffelturm. Matthias am Südeingang, Martin im Norden. Wer zuerst unter dem Pariser Wahrzeichen steht, hat gewonnen. Hey Matthias, wo bist du? Wir sind unterm Eiffelturm, also nicht ganz. Nicht ganz. Also wir sind schon da, aber okay. Wir kommen nicht rein, weil man muss sich hier eine Mörderschlange anstellen. Und die reicht fast um den ganzen Eiffelturm herum. Ja gut, dann mach das doch. Machen wir auch gerade. Macht ihr auch gerade? Ja, natürlich. Auf der anderen Seite? Sag mal. Weiß ich nicht. Also, wir sehen uns am Eiffelturm. Du bist doch noch überhaupt nicht da. Wir sehen uns am Eiffelturm. Okay, tschüss. Excuse me, Monsieur. So, deine Kamera ausmachen. So Leute, das ist der Beweis. Unfassbar, ich bin am Eiffelturm. Und zwar sowas von. Und wo ist der Gerstenberg? Wo ist der? Martin stellt sich brav an. Matthias hat sich vorgedrängelt und gewinnt. Ich bin dann rein ohne den Kameramann, weil der durfte nicht rein mit der großen Mühle. Und dann stand ich unter dem Eiffelturm. Und wer ist nicht da? Martin. Matthias war anscheinend früher da als ich. Ich glaube das nicht. Bei uns war so eine Mörderschlange. Ja, gewonnen, würde ich mal sagen, ne? Ich bin durchgeschwitzt. Die Haare liegen überhaupt nicht. Und ich brauche jetzt 2 Wochen Urlaub. Herzlichen Glückwunsch. Ebenso. Ja. Zweiter Platz. Im Duell Auto gegen Flugzeug waren beide auf die Minute gleich schnell. Matthias hat für Sprit und Maut 130 Euro ausgegeben. Martin für Flug- und Bahntickets 220 Euro. Am Ende hat die Dreistigkeit gesiegt.